Man kann jetzt schon mal sagen, mehr als wir heute haben, und dementsprechend kann man auch abwarten, wie viel es dann insgesamt werden. Einige sprechen von 80-90%. Ich meine, auf das würde ich mich einmal einpendeln, auf diese Anzahl. Aber noch einmal, wesentlich ist, dass man möglichst viele dorthin bringt. Und noch einmal, wenn wir jetzt bei 60% Erststiche sind, mindestens, Bundesland übrigens, Bundesländer unterschiedlich, ja, das sind einige mehr und einige weniger, dann muss man jetzt nicht nur ein Zielvorstellung bringen, wo die sehr hoch ist, weil wir eh tagtäglich daran arbeiten, dass man hier Anreize bildet, dass man hier informiert und dass man halt weitermacht. Stichwort Anreize, es wurde auch zum Beispiel so in den Raum geworfen, wie zum Beispiel vom Handelsverband, der den Vorschlag gebracht hat, es sollte jeder, auch die schon geimpft sind, einen 50-Euro Handelsgutschein bekommen, wenn man zur Impfung geht. Finden Sie das einen guten Vorschlag? Naja, insgesamt ist bei Anreizsystemen Folgendes. Also erstens einmal denke ich, dass neben der Aufklärung, Bewusstsein, Sprechen mit Arzt, Ärztin und so weiter, wenn man offene Fragen hat, das ist sowieso klar, dass Kampagnen braucht, zielorientiert auf Jugendliche, auf andere Gruppen, ist auch klar. Diese Anreizsysteme sind okay, aber da braucht es schon ein bisschen ein Fingerspitzengefühl. Denn auf der einen Seite möchte man jetzt keinen Riesenkeil treiben zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften. Diese Zwei-Klasse-Geschichte ist nicht wirklich klug und es ist auch, glaube ich, indiskutabel. Auf der anderen Seite möchte man keinen Keil treiben zwischen denen, die schon geimpft sind, weil sie gesagt haben, ich möchte möglichst früh geimpft werden, und jene, die man jetzt zur Impfung bringt und belohnt. Das heißt, man muss da wirklich klug vorgehen. Das heißt, wenn man hier Anreize setzt, muss es in irgendeiner Weise ausgeglichen sein, sodass es nicht zu diesen Problemen kommt, die jetzt dann irgendwo gesetzpolitisch aufschlagen. Das ist eine Entscheidung, die man setzen muss, aber aus meiner Sicht führt kein Weg daran vorbei, auch diesen Weg zu gehen, dass man Anreize schafft, wie auch immer die ausschauen. Und da braucht es eben auch kreative Köpfe oder auch Ansätze, wie man das macht. Hätten Sie einen Vorschlag, was man da machen könnte? Für mich ist einmal wichtig, dass es diese Säule gibt. Und alle, ich würde mal sagen, alle Impulse, die man sagt, naja, denen gehört ein Gastrogutschein und da könnte man dies und jenes vergünstigen, muss man wirklich genau überlegen, nämlich hinsichtlich dieser Ungleichheit in der Gesellschaft, die wollen wir nicht haben. Und alles muss an diesen geprüft werden. Da gibt es ja diese Lotterie in den USA, die jetzt auch in Europa stattfindet, wo man sagt, du kannst jetzt bei Impfen kannst dann $100.000 verdienen oder 1 Million oder was auch immer. Wie man das auch immer umsetzt, sodass es nicht zu diesen Diskrepanzen kommt, das ist jetzt auch gefragt. Und nochmal, ich bin in einem anderen Metier, muss man das nicht unbedingt überlegen, aber man kann die Rahmenbedingungen definieren, die hier wichtig sind. Ja, das war der Gouverneur eines US-Bundesstaates, genau, der hier gemeint hat, dass es $1 Million gibt, ja, für irgendeinen, der zufällig ausgewählt wird, sozusagen, aber also der sich impfen hat lassen. So, genau. So, jetzt ist es so, dass diese 7-Tages-Inzidenz, die steigt im Moment gerade. Wir sind jetzt auf einem Wert von über 28. Es wird eben immer mehr wieder. Wir waren ja schon auf 7,3 erst vor ein paar Wochen eigentlich. Gleichzeitig aber in den Spitälern, da stehen wir jetzt genau auf 100 Corona-Patienten österreichweit, und vor allen Dingen auf der Intensivstation sind wir noch wesentlich weniger. Also sprich, da stehen wir im Moment gerade um die 25 herum. Die Frage ist, ist diese 7-Tage-Inzidenz noch überhaupt so relevant, wenn wir zum Beispiel vor einem Jahr zurückblicken? Momentan haben wir schon über 50% Vollimmunisierte. Und vor allen Dingen vor einem Jahr, da gab es ja das noch nicht, gab es noch keine Impfung und so weiter. Und damals war es ja so, dass wir insgesamt eine ganz andere Situation hatten, auch was die Intensivstation und die Krankenhausaufenthalte angeht, dass man jetzt überhaupt sagt, dass 7-Tage-Inzidenz aufgrund der Impfungen nicht mehr so relevant ist. Nein, die Inzidenz, also eine Beurteilung einer epidemiologischen Situation, fußt nicht nur auf einer Zahl. Und das ist einmal das Erste. Das heißt, es gibt viele Überlegungen, wie man das dann einschätzt. Das ist natürlich die Spitalsaufnahmen, wie viele tatsächlich drinnen bleiben, wie viele dann auf die Intensivstation kommen, aber auch, wenn jetzt die Zahlen steigen. Ist es diffus in der Bevölkerung, waren es 2, 3 Cluster? Ist dieser Cluster rückverfolgbar, ist dieser nicht rückverfolgbar und so weiter. Also das ist nie eine einzige Maßzahl, und von dem leite ich das ab. Das wäre genauso irre, wenn Sie zum Arzt gehen, Sie haben jetzt Ausnummer eine Beschwerde in Richtung Herz-Kreislauf, man nimmt Ihnen Blut ab und nimmt nur einen einzigen Parameter und macht halt eine Messung, macht keine 24 Stunden EKG oder was auch immer.
das wäre auch nicht okay und da würde man einen Fehler machen, weil nur aufgrund eines einzelnen Parameters würde ich sie auch nicht einschätzen. Und genauso ist es mit einer Epidemie. Da braucht es eben mehrere Parameter und die gibt es ja und die werden auch angeschaut. Also so einfach ist es nicht, dass man nur einfach auf die tägliche Inzidenz schaut und dann irgendwas ableitet. Sie haben recht, es braucht ein umfassendes Bild und Sie haben mit einem zweiten Punkt recht, dass es natürlich eine völlig andere Situation ist. Man muss auch hier einrechnen, die Immunisierung der Bevölkerung, welche Gruppen sind jetzt noch nicht immunisiert, sprich die 45 bis 55 ja. Alter, die sind noch nicht immunisiert, unter 50, unter 25 haben wir überhaupt eine große Lücke und da gibt es jetzt einen Infektionsanstieg. Also all diese Überlegungen fließen ja, oder auch Fakten, die fließen dann ein in eine Entscheidung des Fachgremiums. Und dann gibt es noch eine politische Seite, die das dann auch vertreten muss. Wir entscheiden, tun ja nicht die Wissenschaft oder die jetzt da beraten, sondern das tut ja dann am Ende die Regierung oder die Politiker, die dafür auch gewählt sind. Genau, und Sie haben auch schon angesprochen, eben diese Altersgruppen. Vor einem Jahr war es so, dass eben 15% der Neuinfektionen waren damals unter 25-Jährige. Mittlerweile sind es 50%. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass bei Jüngeren der Krankheitsverlauf ja wesentlich entspannter ist, also beziehungsweise im Vergleich jetzt zu den Hochrisikogruppen und zu den älteren Personen, die ja schon sehr, sehr viel durchimpft sind. Genau, ja. Was bedeutet das für uns? Das ist ein Riesenvorteil natürlich. Auf der anderen Seite bedeutet, dass sich das Problem ein bisschen verschiebt. In eine Altersgruppe, wo wir wissen, unter 25 gibt es bei allen Impfungen Impflücken. Das ist in dieser Altersgruppe praktisch normal, weil die Gruppe denkt, ist mir wurscht oder ich wäre eh nicht krank etc. Ja, stimmt, auch bei Covid-19 haben sie ein deutlich geringeres Risiko, schwer zu erkranken, aber null ist es halt auch nicht. Und es geht hier nicht nur um die Erkrankung, die ich selber persönlich habe oder auch nicht. Wenn ich symptomatisch bin, kann ich es halt zu anderen Menschen tragen. Und ich gehe davon aus, dass jeder 25-Jährige, 30-Jährige, jemand in der Familie hat, der jetzt 40, 50 ist, der aber noch nicht geimpft ist und der natürlich oder die ein höheres Risiko hat. Von daher braucht es auch hier eine Aufklärung. Nur einmal, es geht auch hier um die Gruppe, dass man hier einen Impffortschritt hat. Aber selbstverständlich, es ist eine andere Situation. Und, das muss ich auch sagen, es ist natürlich auch hinsichtlich der Bedrohlichkeit, weil um das geht es ja immer, im Sinne der Bedrohlichkeit schaut es anders aus meiner Sicht. Wir haben deutlich mehr Equipment, um uns diesen, ich sage es mal so, Feind zu stellen, das ist keine Frage. Und das schaut auch besser aus als letztes Jahr, selbst mit Delta-Variante. Das muss man auch dazu sagen, aber es ist halt noch nicht alles vorbei. Und das ist die Botschaft, die halt ankommen muss, weil eines möchten wir, wir möchten die Befähigungsfreiheit erhalten, die wir jetzt haben. Weil praktisch ist ja alles offen und wir können dies und jenes tun. Bei ein paar Dingen gibt es halt eine Maßnahme, sprich, du gehst jetzt irgendwo hin in ein Kino oder der muss halt einen 3G-Nachweis bringen oder einen Nachgasströmen, eine andere Maßnahme. Aber bitte, aber sonst ist ja eh alles da. Letzte Frage mit einer bitte einer kurzen Antwort, weil die Zeit schon wieder um ist. Sie haben es gerade angesprochen, jetzt 3G, 2G bzw. die PCR-Tests und eben die Antigen-Tests. Es gibt eine neue Studie, die jetzt Welt.de veröffentlicht hat, wo eben nur 42% Genauigkeit bei den Antigen-Tests nachgewiesen wurde. Haben die schon langsam jetzt auch aufgrund der Delta-Variante ausgedient? Ja, Nummer eins, es gibt ja schon mal eine Gruppe von unterschiedlichen Antigen-Tests. Und es war immer klar, dass der PCR-Test der Golden Standard ist. Also das ist nichts Neues. Und wenn Sie jetzt auch so ein bisschen im Hintergrund haben, die 2G-Regel etc., also das ist entweder geimpft oder getestet, und man sagt, die Nachgastro, die wollen wir auch offen haben, aber am Land, bitte, wo soll ich mit PCR testen, dann deckt das einen Mangel auf, der nicht erst heute existiert, sondern wir brauchen eben, wenn wir solche Maßnahmen haben und fordern, einmal, wenn die gesetzt, brauchen wir auch eine Infrastruktur, die das niederschwellig abliefert. Und das wäre der nächste wichtige Schritt, dass wir diese Tests, wir haben in Wien sind wir halt wirklich auf einer super Seite, das ist kostenlos und ist echt einfach. Das ist aber in anderen Bundesländern nicht so. Da müssen Sie rasch nachziehen, denn Testen, Impfen, Contact Tracing und die kleinen Maßnahmen helfen uns, dass die Gesellschaft offen ist, läuft und wir Kontakte haben und wir auch dies und jenes machen können und uns entspannen dürfen und können. Das müssen wir uns erhalten. Anders wird es nicht gehen.